Glory Global Solutions mit Sitz in Neu-Isenburg ist die deutsche Tochter des weltweit tätigen Glory-Konzerns. Mit Lösungen für den Handel im Bereich der Bargeldbearbeitungen, Hardware und Services für den Bereich Handel, Banken und Werttransportunternehmen. Hier im neuen Grümmermarkt in Neumünster zeigen wir den geschlossenen Bargeldkreislauf mit unserer CI10 und der CI100. Wir haben ein bestehendes Objekt der Edeka Nord hier übernommen. Wir haben hier knapp 4000 Quadratmeter und haben dann natürlich erstmal eine völlig neue Warenwelt versucht zu entwickeln. Die Menschen sind deutlich bereiter, Geld auszugeben für gute Sachen, als es noch vielleicht vor 10 Jahren der Fall war. Ich denke schon, dass wir die unterschiedlichen Flächen auch in Zukunft erleben werden. Bargeld als wesentlicher Part ist rückläufig. Das bargeldlose Zahlen wert mehr. Das heißt also, nach heutigen Berechnungen werden wir immer noch in den nächsten 20 Jahren auf jeden Fall Bargeld noch haben. Der Kunde hat natürlich das ganz große Glück, dass er bei uns durch die Gerätschaften niemals in die Situation geraten könnte, dass er Falschgeld bekommt. Denn das ist ja auch ein Prüfvorgang der gesamten Gerätschaften. Das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Faktor. Der Grümmermarkt in Neumünster war natürlich eine Herausforderung, um da auch unsere Innovationen passend zu platzieren und dem Markt die Möglichkeit zu geben, einen geschlossenen Bargeldkreislauf zu realisieren. Das heißt, an der Front unsere CI10, die dem Kunden direkt am Point of Sale die Möglichkeit gibt, sein Geld einzuzahlen, das Wechselgeld wieder automatisiert aus dem System zu bekommen. Und im Backoffice zusätzlich die CI100, die für die Verwaltung der CI10s an der Front verantwortlich ist und die Wiederbefüllung der Systeme automatisiert. Das System ist so aufgebaut, dass der Kunde sein Geld direkt in die Maschine einbezahlt und benötigtes Wechselgeld durch den Kunden wieder entnommen werden kann. Die Kunden werden dabei über ein LED-System lichtgesteuert, sodass der Kunde auch immer weiß, an welchem Punkt er wie gerade interagieren muss mit der Maschine, damit der Zahlvorlauf reibungslos funktioniert. Im Prinzip sehen wir die CI10 an jeder Kasse. Wir sehen sie in dem Shop-in-Shop-Konzept an der Fischtheke. Wir sehen sie am Ende des Tages auch im Kassenbüro, wo sie natürlich dann von den Marktmitarbeitern bedient wird. Das Backoffice ist so das neudeutsche Kassenbüro. Das heißt, es wird dort vorbereitet, das Bargeld für den Schichtstart und für endliche Abrechnung. Bargeld ist definitiv ein Kostenfaktor, der lange unterschätzt wurde und den wir jetzt zu einem erheblichen Teil automatisieren und effizienter gestalten können, als es bisher der Fall war. Die Realität zeigt in Deutschland, dass der Deutsche sehr bargeldaffin ist. Die Herausforderung für den Handel wird darin bestehen, die Mengen an Bargeld, die dann wirklich noch im Umlauf sind, kosteneffizient umzusetzen. Und dazu sind wir bereit, den Handel zu unterstützen mit unseren automatisierten Lösungen. Die IT-Systeme bei der Firma Grümmer sind integraler geworden. Das heißt, wir haben geschlossene Warenwirtschaftssysteme. Ein Artikel, der über die Kasse gezogen wird, geht automatisch in den Bestellzyklus über. Aber genauso ist das Bargeldmanagement in geschlossene Systeme überführt worden. Es gibt keine Kassendifferenzen mehr und haben natürlich auch einen gewissen Schutz gegen Überfall und gegen Raub, weil diese Systeme geschlossen sind. Hier haben wir eine Self-Scanning-Kasse. Der Kunde nimmt seinen Einkauf, zieht ihn selbstständig über die Scanner, legt sie danach auf die Kontrollwaage und im Zahlungsvorgang haben wir hier die Glory CI10. Das heißt hier einmal das Münzmodul und einmal das Scheinmodul. Also die Kunden, das erste Mal, wenn sie auf diese Systeme stoßen, fragen sie natürlich, wie funktioniert das, wo muss ich das Geld reinschmeißen. Danach ist aber nach kurzer Einweisung, arbeiten die Kunden selbstständig mit diesem System. Eine Funktion, die wir gern integriert hätten, beziehungsweise die in mittelfristiger Planung ist, ist auch das Frischgeldmanagement einzuführen. Das heißt, momentan werden die Kleingeld und kleine Scheine werden manuell nachbestellt. Das würden wir gerne automatisiert wissen. Im A&B-Center sehen Sie, der ist sehr beliebt dadurch auch, dass wir Glory-Geräte inklusive der Verbindung mit der CI100 eingebaut haben. Für unsere Einzelhändler genau das Richtige, genau wie unsere Kassierer, die es einfach lieben, schnell Feierabend machen zu dürfen. Der Endverbraucher kann alles alleine machen. Diese Superlativen, die sind schon sehr schön, die hier eingebaut worden sind und eingesetzt worden sind. Immer mehr Banken bauen ihre Münzautomaten ab. Und durch dieses Konzept ist es sehr wohl möglich, dass die Endverbraucher weiterhin ihren Bargeldstrom hier zu uns bringen können, hiermit bezahlen können und keine Sorgen haben, was mache ich jetzt mit dem Geld. Gleichzeitig kann dieses Bargeld der Einzelhändler selber weiterhin verwenden für Auszahlungen und dass dieser Bargeldkreislauf dann insgesamt stimmig ist.